Dann fortlaufend, die eigentliche Gründung der DDR wird oft mit dem Mauerbau beschrieben. Sie schreiben in Ihrem Buch, aus objektiver Machtlosigkeit, die der übermächtige Staatsapparat über die Bevölkerung verhängt hatte, wurde nun auch subjektive Ohnmacht. Und Sie zitieren Uwe Johnson. Als Güsterer muss ich Sie gleich fragen, wie hat sich das Bild eines Flüchtlings aus der DDR gewandelt? Ja, es ist so, dass Johnson ja immer davon sprach, er sei nur umgezogen. Ich meine, der Umzug war schon sehr bewusst. Johnson hatte das Problem, dass sagen wir mal, die Sprache besetzt war von den politischen Kampflinien. Und die mehr konservativen Deutschen im Westen, die dramatisierten die Situation. Und zu dem politischen Biotop gehörte Johnson nicht. Auf der anderen Seite hatte er Kommunismus als bedrückend erfahren. Und es war eigentlich eine Mischung aus Umzug und Flucht. Aber jetzt wurde es richtig Flucht, wenn einer noch gehen wollte. Denn zu Johnsons Zeiten setzte man sich in die S-Bahn oder U-Bahn und fuhr nach West-Berlin. Weg war man. Ja, das war alles leicht. Und die DDR hatte eine andere Anmutung. Es war zwar gerade in der Anfangszeit bedrückt, stalinistisch, aber du konntest gehen. Ja, du konntest jederzeit gehen, was eben sehr viele Menschen auch getan haben. Das ist der Grund für den Mauerbau gewesen. Und danach wurde es nun lebensgefährlich. Ich hatte mich aber irgendwie durch geheimnisvolle Fügungen entschlossen, Theologie zu studieren. Und da war für mich diese Option des Weggehens eher Flucht. Ich gehörte aber nicht zu den Menschen, die unbedingt flüchten wollten, sondern ich wollte stehen. Und da habe ich gedacht, nein, es muss Alternativen geben. Und die Menschen müssen auch angehalten werden, sich selber ihre Ideale weiter zu vertreten. Und konnte mir vorstellen, dass dazu die Kirche wichtig ist. Und deshalb war die Option Flucht für mich dann die weniger gute.